Es ist ein altes Sprichwort. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber da rein. Aber der Löwenwirt in einem gewissen Städtlein war schon vorher darin. Zu diesem kam ein wohlgekleideter Gast. Kurz und trotzig verlangte er für sein Geld eine gute Fleischsuppe. Hierauf forderte er auch ein Stück Rindfleisch und ein Gemüse für sein Geld. Der Wirt fragte ganz höflich, ob ihm nicht auch ein Glas Wein beliebe. Oh, freilich ja, erwiderte der Gast. Wenn ich etwas Gutes haben kann für mein Geld? Nachdem er sich alles wohl hatte schmecken lassen, zog er einen abgeschliffenen Sechser aus der Tasche und sagte, Hier, Herr Wirt, ist mein Geld. Der Wirt sagte, Was soll das heißen? Seid ihr mir nicht einen Taler schuldig? Der Gast erwiderte, Ich habe für keinen Taler Speise von euch verlangt, sondern für mein Geld. Hier ist mein Geld. Mehr habe ich nicht. Habt ihr mir zu viel dafür gegeben, so ist's eure Schuld. Dieser Einfall war eigentlich nicht weit her. Es gehörte nur Unverschämtheit dazu. Und ein unbekümmertes Gemüt, wie es am Ende ablaufen werde. Aber das Beste kommt noch. Ihr seid ein durchtriebener Schalk, erwiderte der Wirt. Und hättet wohl etwas anderes verdient. Aber ich schenke euch das Mittagessen und hier noch ein 24-Kränzer Stück dazu. Nur seid stille zu der Sache und geht zu meinem Nachbarn, dem Bärenwirt, und macht es ihm ebenso. Das sagte er, weil er mit seinem Nachbarn, dem Bärenwirt, aus Brotneid in Unfrieden lebte und einer dem anderen jeglichen Tort und Schimpf gerne antat und erwiderte. Aber der schlaue Gast griff lächelnd mit der einen Hand nach dem angebotenen Geld, mit der anderen vorsichtig nach der Türe, wünschte dem Wirt einen guten Abend und sagte, Bei eurem Nachbarn, dem Herrn Bärenwirt, bin ich schon gewesen. Und eben der hat mich zu euch geschickt und kein anderer. So waren im Grunde beide hintergangen und der Dritte hatte den Nutzen davon. Aber der listige Kunde hätte sich noch obendrein einen schönen Dank von beiden verdient, wenn sie eine gute Lehre daraus gezogen und sich miteinander ausgesöhnt hätten. Denn Frieden ernährt, aber Unfrieden verzehrt.